okay. Mach gut. Ja, die haben eh 5 Minuten Cooldown jetzt, als habt ihr Ding, jetzt habt ihr genug Zeit. Down. Ja, wie viele haben wir gekillt? Wir haben nicht alle gekillt, wir haben nur 4 3. gekillt, glaube ich. Wir werden abgeschossen. Hier wird ein Tier abgeschossen. Oh ja. Draußen. Dann hol ich ein Schild. Von was? 4 mehr. Okay, James. Die sind ja über uns irgendwo. Ja, die sind oben drauf. Wir kommen. Warte, haben die hier irgendwo einen Flakdruckpanzer? Ich hab sonst keine Rüstung an. Das ist eine Werkbank, da müssen die das sogar drin haben. Wo sind sie denn? irgendwo im Baum. Oh, super. Ich komm zurück. Ja, komm auch gleich noch. Was hat denn von denen gerade so viel Schaden gemacht? Combo Bow. Der ist hier ganz in der Nähe. Wo schießt er denn drauf? Was du hast. Aber könntest du bitte aufhören, das Schild kleiner zu machen, wenn ich gerade drin stehe? Leute. Super, mein Vieh und mir, Alter. Das ist die Scheiße wieder begrenzt. Impi, stehst du dort an den Teleporter? Ja, ja. Ach so, du stehst direkt daneben, ja, okay. Ich dachte gerade, ich habe gerade die Textschnitt für den Teleporter gehalten. The Base. Saudi haben mir nichts gelootet. Nur die Textschnitt geschnappt und ab. Ja, wussten wir ja. Habt ihr denn T-Rex geskillt? Ich glaube, der ist ein bisschen auf Leben. Ja, weil er blutet deswegen. Ja, wahrscheinlich. Guckt da raus? Nein, guckt nicht raus. Ich vermute fast, wir wurden eben dann von Tarsen Ingenieurs gespotten und sie wollten uns jetzt angreifen. Mit ja, dann war Filz auch. Compound Bow, genau. Dann kommen das ist ein Scheiß. Die kommen jetzt gleich mit Heckweg wahrscheinlich. Ja. Wenn du Balls hast oder. Machst du bitte mal die Front der Base zu? Welche? Hm? Würdest du bitte die Front bitte mit einem Gate zu machen? Dass sie dann einfach da so reinlaufen können, wenn das Schild down ist. Marco, stellst du her? Nein, ich bin gerade Pinkoden, der tut es. Aber ich kann gleich herstellen, ja. Ne, ich mach schon. Nee, ich fahr's wieder mal in den Rexen. Killer denkt sich jetzt auch gerade, was sind das eigentlich für Idioten? Ja, kann ich nur sagen, wir sind Idioten. Ja. Hast du deinen Tech-Rex-Sattel überhaupt schon nachgeladen? Nein, weil ich nicht mehr wusste, welcher das war. Jetzt ist er nachgeladen. Ich tu dir mehr Fleisch rein. Lass mal, ich wollte die Pferde nicht nachgeladen. Das Pferd soll bleiben? Er lädt nicht nach. Nein, ich wollte. Ich dachte, du machst eine Tür, sonst kommt eine Tür. Ja, eine Tür war ein. Was ist denn das jetzt? Du sollst doch ein Gate. Ah, ich wollte kein Gate machen, weil ein Gate nicht war. Warum? Was war denn das jetzt? Du hast 4 Wände verschleust. Was ist denn los? Willst du mir was sagen? Ja, da wollen wir rumzumeckern oder macht selber. Ich habe kein Dino Gate gelernt, weil wir das hieß. Wir machen keine Gates. Eishack ist nicht. Ja, aber wir müssen ja ein Gate machen, sonst können wir ja die Tiere nicht drin lagern. Aber keine fetten Tiere, nur die schmalen. Also Pferde, Megalodon und so Zeug. Oh, das ist ja praktisch, schau mal. Wenn du noch Seeling drin hast, dann können noch mehr Tiere drin. Ja, ich weiß, aber das ist halt keine Seeling, ich weiß nicht warum. Na klar. Oh Mann. Bist du da jetzt in so einem. Ach so, du bist in dem Schneckenraum. Machst du schnell eine Seeling und baust das zu? Ja. Terrorbirds kann dann noch rein.
Ne, der Robert schafft es nicht da hoch. Spring! Pferd muss aufspringen. Ey! Ich backe hier gerade voll durch die Gegend, ey. Die Ceiling fehlt halt jetzt. Dann haben wir noch irgendwo Fleisch? Kamera, Kamera. Oder haben wir nichts mehr? Hä? Die ist mal an der Schar gezeigt worden. Oh, ich bin. Ich bin mein Lied, ja. Oh Gott, da. No. Leute? Ja. Was greift er an? Greift irgendwas an? Oder klettert jemand? Ich wurde gefunden! Klettert jemand im Tüler? Ja. Ja. Impi, nein, Elbon. Ist genug, Ey, ist der hier nicht wahr? Schild. Haben wir eigentlich einen Grill gerade? Jetzt irgendwie? Nein. Es war kein Metall da für einen Grill. Ach so. Ja. Ich habe nämlich doch noch was anderes gegoogelt, außer die Tech-Schnecke. Sehe ich gerade. Teleporter ins Ding setzen, oder? Obwohl. Wenn er zerstört wird, ich habe noch einen dabei. Ja, und soll es nicht scheitern. Ach, tut's. Was denn jetzt mit dem Ankühler? Stopp, stopp! Rein? Nein, der nimmt zu viel Platz weg. Kannst vergessen, du kommst dann immer richtig durch. Kannst vergessen. Deswegen habe ich ihn extra zwischen die beiden Turrets gestellt. So, soll ich jetzt einen Grill bauen für eure hungernden Mägen? Es wäre nötig, weil die Tiere können halt besser geforcefeedet werden. Ja. Fast alles Fleisch, was wir haben, bitte braten. Ich brauche es zum Rex. Wohin mit dem Grill? Aber Platze. Ja, das ist das größere Problem. Hier ist noch ein Weg. Oh ne, das ist noch das blockiert. Okay. Bau doch hier hin, inzwischen so unter dem Kanal sozusagen. Oder da. Die Lager war doch im Schild. Wer? Ich war nur. Marco baut. Moment. Ja, wir müssen ja mal irgendwie vorankommen. Was willst du jetzt mit dem Iguanodon? Hast du auch wohl. Mit dem Iguanodon gerade rumfahren. Nein. Mit dem Kano. Die Pferde sind immer noch ausgewachsen, das gibt's aber nicht. Der Grill ist zu langsam. Hau einfach alles nehmen. Ich hab alles reingeschmissen, aber der braucht zu lange.
Nur Pillar soll mal bei Dragon Ball vorbeischauen. Wieso? Weil die scheine Knecke zu haben. Aha. Was bringt uns das jetzt? Komm, Sarudin, wir gehen die Dragon Ball zu Falle. Marco, mehr Wände oder was soll ich bauen? Wände. Sag mal, wo die Teebeutel sind und ich probiere die Teebeutel zu knacken. 43, 44. Ja, stell her. Gigalotus aus. Level 61, das ist ein getamter. Ja. Ja, aber das Pferd war sehr niedrig. Das war irgendein. Das war wahrscheinlich noch an der Base gestanden. Von mir und Sarudi. Sarudi, wo bist du? Ich sitze auf dem Rex gerade noch drauf. Wir wollen jetzt los, wirklich. Ja, ja. Weißt du, wo der Beutel ist? 43, 44 oder 44, 43, ich weiß nicht mehr. Wieso haben die überhaupt das Schwein getötet? Weil das draußen stand. Ja. Wir werden angegriffen. Ich. Ob auf dem Stein, Tiger Coleo. Ja, das war zu erwarten. Nach oben. Oh, auf dem Stein. Unser Schildstein. Lass dir keine Raidbase bauen. Das ist bei RIP. Sie brauchen keine Raidbase zu bauen, deren Base ist direkt nebenan. War einer von euch mit dem Tiger Coleo gerade über unser Stein drüber? Nein. Ich glaube, die wollen gucken, was wir machen. Und setzt ein paar Foundation hin. Wolltest du nicht vorhin da Metall Foundations schon hinsetzen? Ja, aber wir hätten das Metall dafür nicht. Wo ist der Typ? Ich hab den Hochhub zu gesehen. Ist alles im Schild? Ja, abgesehen von beiden Tiger Coleo. Weil du drauf sitzt. Ja. Ja, aber alles, was ich nicht wieder gehabt. Ja, das bin ich, was da hochgabbelt. Ich komme nicht weiter hoch. Er ist hier hochgerannt. Scheiß Scouter. Es kann natürlich genauso gut sein, dass er einfach mit dem Tüller-Kollier den Baum hoch ist, ne? Macht euch den Helm, den Tech-Helm, dann seht ihr, wo Feinde sind. Und eigentlich. Könnt man wirklich machen. Das wäre eigentlich ziemlich nötig jetzt gerade. Ich würde sagen, einer mit Tech-Helm raus und suchen. Ja, ich mach mal schnell einen. Ich baue schon. Ja. Ich sag mal, dieser blöde Rex. Aber es fehlt Metall. Echt jetzt? Ich hab doch eben jetzt, wo wir das Metall brauchen, fehlt uns Metall. Muss er das nicht wissen? Es kommt drauf an, wie lang es geht. So, ich muss das Schild mal wieder auf die Base anpassen. Weiß ich nicht, wie ich dem Tower bauen muss. Also, ich baue jetzt eine Hälfte. Ja, ich nehme den Gang gerade. Natürlich dann auch immer eine Base lassen, nur für Verteidigungszwecke nutzen. Das ja, ist auch jetzt gerade ein Verteidigungszweck. Ja, deswegen. Nicht, dass ein Zinner sofort. Nehmen wir einfach gerade mal ein Element raus. Oder zwei. Oder zwei. Wieso wird das Schild gerade kleiner? Weil ich es gerade gesagt habe? Ja. Ich dachte mit, du willst es an die Base anpassen, machst du es größer. Nein, die Base ist doch kleiner. Also. Okay, ich hab's an. Ich muss den Rex anpacken, deswegen. Ja, der ist ja noch drin. Ja, der. Kann ich den Dödi noch hinten reinstellen, da wo die Pferde stehen? Also, wir kriegen so einen Rex hier nicht mehr rein, ne? Machen wir gleich. Jo. Wenn ihn da jemand trifft, dann ist er auch gut. Keine Wo- also ich brauche keine Worte. Ja. Nichts in der Nähe. Hast du den Helm auf? Ja. Ich hab grad gesagt, das ist nichts in der Nähe. War schon am Stein. Das geht ja ewig weiter, Scheißding.
Marco, wir brauchen hier noch 6 Metall Foundations. Jo. Da brauche ich noch was anderes. Wie sieht's denn aus mit Metall? Also wir haben aber keinen Teil. Es ist nicht so, dass wir nichts haben. Ich muss halt nur durchbrennen. Also wir müssen nicht farmen. Nein. Okay, Sarodin, bist du soweit? Gehen wir los. Nemo Navigationssystem noch mit. Dann sucht mal die. Und lass den Helm wieder da, wenn er weggeht. Nee, dann hat er noch Killer. Okay. Denn er wollte ich ja gar nicht. Gott darf klar, du machst schon mal die Sachen und geht los. Also scheint es, als wäre keiner da. Sarodin. Seit wann bin ich gemutet? Ja, seit wann bin ich gemutet? Wahrscheinlich hatte ich Ruf. Okay, ja. Hast du Pelzrüstung mit? Pelzrüstung? Die Koordinaten sind im Schneebiom. Boah, wenn mehr Schnee gehen, dann muss ich auch noch Fleisch. In der Werkung ist eine Pelzrüstung und Fleisch ist bestimmt auch da. Marco, ja, haben wir noch irgendwo Stein oder Tetch Foundations? Steine in den Dings da. Duty vielleicht? Ja, ich baue nämlich hier mal die großen Dinger ab und dann kann man da Foundations hinsetzen. Okay. Dann nochmal. Weil nett, dass die sich da einfach direkt irgendwo bei den Büschen, Gebüschen verstecken. Da ist was. Ist... Oh. Nicht wieder? Mikroraptor! Was? Allein bist du. Wollt ihr jetzt weggehen? Ja. Wir wollten fort, aber wenn der Starter ist was? Nein. Ich sah so aus, als wäre ein Terizino unten. Ich porte. Aber es war nur ein Ding, es war nur ein Mikroraptor, der genau vor mir stand. Das ist nur ein Archäopteryx sogar. Also du hast kein Standbild. Warte mal, wenn der hier gerade hier unten rumgammelt, dann gebe ich dem eine Bola ins Gesicht. Ich bin nur gerade weggerannt, weil das halt der Teleporter so. Ach so! Boah, wo das Rudel da hin? Hä? Oben auf dem Berg. Ich muss gerade mal gucken. Boah, lecker, nee. Zurück. Der Berg. Okay, dann lass mich mal hochgucken. Und bleib. Ja. Nee, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wasserrollenbrudel! Ja, das ist hier normal. Ich glaub doch nicht, der Berg. Doch nicht! Nee. Jetzt bin ich noch. Dann guck du da mal, ich guck mal in die andere Richtung. Nö, ich seh doch nichts. Wo bist du? Ich bin noch unten auf dem See. Ich renne jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Also nicht ganz. Und ganze Wolfsrudel ist hinter da. Ja, ja. Dadurch bin ich das letzte Mal gestorben. Oh. Einmal Chitin. Ich weiß, wo Dragon Ball ist. Gehen wir gleich zu denen. Ich denke mal, Dragon Ball ist aber besser organisiert. Das sieht so gay aus. Kann Game bleiben. Was, wo bist du? Hinter dir. Als ob du hier hinter mir rennst. Ja, du hast. Komm ich eigentlich GPS heute aus dem Fliegen raus? Ich hab kein GPS. Ich hab gesagt, mach da eins. Wenn die Koordinaten.
Dann gleich in den Base rein. Wo bist du jetzt? Jetzt hab ich dich am Berg lang. Da, wo finde ich dich jetzt? Du kannst das Tag-Ding doch anmachen, siehst du doch, wo ich bin. Oh mein Gott. Ich habe einen grünen Umriss. Mhm. Und du bringst sie zu mir? Nein, ich will sie nicht zu dir bringen, eigentlich. Ich hab sie aber zu dir gebracht. Okay. Ich sehe sie ein. Schön. Was hast du gemeint? Soll ich nachschauen? Da unten am Wasser ist ein Megatherium. Ich wollte wissen, welches Level das hat. Bist du ein Teleporter oder kommst du dahin? Ich block erstmal die Wölfe weg. Ja, ich hab meine. Das ist ein. Oh, da ist ein Drohdon, muss nicht runterfallen. Okay. Ist da vorne wahrscheinlich, meinst du? Ja, vorhin war es hier fast bei uns. 24. Ich starte. Da nicht runterfallen. Ich, da, genau unterhalb von dir ist ein Drohdon. Du bist außen. Noo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 
gemacht ist, genau. Das ist jetzt meine Leiche, das meine Leiche. So, was machen wir denn jetzt? Ausschwärmen und die... Blau. So, also ich würde jetzt mal so... Scheiße, ich bin unumgekippt. Wie oh unumgekippt? Ja, ich komm schon. Aber nee, brauch nicht. Mozilla kommt trotzdem. Nö. Ich sehe ihn, spontan. Glück dir. Wir nehmen den Wort in der Zoom. Und dann? So, dann gucken wir mal, wer das nun ist. Ja, warte. Auf. Ich wollte eigentlich gerade kurz was gucken, aber... Was soll ich denn gucken? Eben, der wollte mal gerade was gucken. Möglicherweise ist T-Beutel der Tribe, der auf dem Vanity-Spot baut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vanity-Spot. Okay, wohl fahren. Gut. Komm. Warte. Ihr geht aber erst spotten und dann. Ja, klar. Naja, wir können auch direkt angreifen. Naja, ich hab Killer A kurz gespottet und hab dann entschieden. Das ist ziemlich schnell. Machst du oder soll ich? Die hatten keine Chance, was zu überlegen und ich hab der End noch in Quatsch verwechselt. Ich hab mit dem gequatscht. Ja, klar. Du hast ihn getäuscht. Richtig, während laut. Oh! Oh! Weg! Was ist jetzt los? Direkt rote und gelbe Zahlen. Okay. So. Ich nehme jetzt meinen Archaeopteryx und fliege in die Highlands. Grade, ne? Ich fliege direkt zum Spot. Also mein Low-Level-Archaeopteryx, gemerkt. Da! Wenn du eine Sekunde länger da geblieben bist, wir jetzt von irgendwie in die Base. Ich muss aber erst mal hoch. Er beißt mich, ey. Wer? Er beißt dich. Also ich bin weg, ne? Der Typ, ja. Ich bin schon unten am Vulkan. Oh, Türkoleo, ganz geil. Wo bist du einfach runtergeflogen? Ich bin einfach runtergeflogen, ja, das ist.